Sehr schön. Okay. So. Wäre vielleicht gar nicht mal so übel. Inhalt wird geladen. So. Probieren wir mal hier wieder die Halle aus. Damit wir immer schön zwei Speicherstände haben, falls die eine abschmiert, ne? Speichern beendet. Alter, 26. Speicherung. Ich glaube, bei Resident Evil 1 haben wir weniger gebraucht. Ich bin mir nicht gerade hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Boah, mir tut der Billy ein bisschen leid. Und ich lasse mal hier den Greifhaken liegen. Wahrscheinlich brauchen wir den wieder direkt, aber trotzdem. Ich hätte den auch noch gerne geheilt, aber mei. Die Dame kommt immer zuerst, ne? Nee. So. So, einmal hier durch. Ich habe mich so über die Sprays gefreut und über die Kräuter und jetzt sind sie alle schon wieder verbraucht. Bäh. Selber schuld, wenn man sich immer treffen lässt. Okay. So, wir haben den Egel, wir haben übelst Platz. Wir können alles mitnehmen, was wir finden. Okay, so. Also, das ist Marcus sein Sohn oder Enkel mit Namen James. Interessant. Natürlich ist er deswegen so sauer gegen die Verschwörung von Marcus. Mit Marcus? Ja. Was ist das für ein Geräusch? Oh nein, das sind wieder irgendwelche. Ach so, das ist ein Kriecher. Okay, ich dachte, das wären solche Kakerlakenviecher. Kriecher ist okay. Na? Na? Okay, Kriecher ist okay. So, was haben wir denn hier? Leichenhalle. Oh nein. Was ist mit ihm hier? Ich gehe mal auf Nummer sicher. Zum Glück sind wir auf Nummer sicher gegangen. Schuss gehen noch, aber Schaden sollten wir eventuell vermeiden. Ist hier noch einer? Oh. Oh, warum gibt es hier so viel Pistolenmunition? Oh nein. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Desinfektionsmittel. Aha. Und jetzt schnell weg hier. Warum gibt es jetzt zweimal Pistolenmunition? Ich dachte, da kommen jetzt viele raus aus der Leichenhalle. Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir mit dem Desinfektionsmittel hin müssen. Billy geht es immer noch dezent. Kacke, ne? Ich glaube hierhin. Na? Der steht immer noch nicht auf. Der wird irgendwann aufstehen, ich weiß es. So, und ich glaube, hier gehört das Desinfektionsmittel rein. Okay. Na schön. Boah, da geht's durch, wie fies. Na? So. Zombie. Erledigt. Uns geht es immer noch halbwegs okay. So, ein Schlüssel. Zuchtraumschlüssel. Okay, der Zuchtraumschlüssel. Wo können wir den gebrauchen? Mal kurz angucken. Oha. Alter, sieht der böse aus.
Okay. So, wie viele Räume bleiben denn dann noch übrig? Also oben nicht, das ist wahrscheinlich der Raum geradeaus. Ich probiere den mal aus. Ich hoffe, dieser Schlüssel ist der richtige. Boah, und ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen eventuell eine Waffe. Ah. Zugtraumschlüssel. Juhu. Jo, den werfen wir doch mal weg. Und ich glaube, wir hätten den Zuchtraum nicht ohne eine größere Wumme betreten sollen, eventuell. Hunde. Oh nein. Okay, mal sehen. Mit der Pistole, was soll ich denn? Alter, was soll ich denn machen mit der Pistole? Wir bekommen, glaube ich, nicht. Zum Glück haben wir gespeichert. Zum Glück haben wir gespeichert. Ich bin so froh. Ja. Der Schlüssel, der hat schon sowas vermuten lassen, nicht wahr? So, das Problem ist nur, wir kriegen keine Waffe nach oben. Abgesehen von Molotow-Cocktails. Das Problem ist, reichen drei aus? Rebecca könnte noch welche holen. Ich probiere es mal mit den dreien zuerst, aber Hunter mit den Leben, das ist schon sehr, sehr bitter. Okay, so. Ich hoffe, diese drei reichen aus. Okay, so. Wir haben den Egel dabei. Es ist ja zum Glück gleich in der Nähe. Ich hoffe, wie gesagt, nur, dass drei Molotow-Cocktails ausreichen für diese zwei Hunter. Die sind nämlich richtig fies und mit dem Leben sind sie gleich doppelt und dreifach fies. Okay, da müssen wir gleich hin. Das hat ja beim letzten Mal halbwegs gut funktioniert. Ach, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich versuche die Schrotflinte hochzufahren. Es funktioniert eh nicht, aber ich probiere es einfach mal. Nein, was für eine Überraschung. Es geht nicht. Okay. Ich hoffe, die drei Molotow-Cocktails reichen aus. Wenn nicht, muss unsere Becky noch einmal laufen, weil wir haben noch 12 in unserem Lager. Und damit müsste es eigentlich gehen. So, okay. Okay, das Schloss ist geöffnet. Grüner Egel, Schleimtür. Boah. So, unser Krabbler. Na? Wir brauchen jedes Fitzelchen Leben. Boah. Aber so will ich Zombies haben, genauso. Na? So. Okay, einmal aufgeräumt. Schaffen wir die? Boah, ich weiß es echt nicht. Das wird hart. Das wird wirklich hart. Okay. So, nochmal das Desinfektionsmittel rein. Boah, aber ich muss kurz übelst dringend auf die Toilette. Ich hoffe, das stört dich nicht. Bis gleich, Zombie-Fan.
So, Zombie-Fan, da bin ich wieder. Danke wieder mal für deine Geduld. Aber ich kann nichts dafür. Manchmal ist das so, ne? Okay, so. Oh Mann, ich hoffe, die drei Molotow-Cocktails reichen aus für diese amphibienartigen Mist-Hunter-Viecher. Ekelhaftige und so weiter, ne? So. Drei Stück. Ich hoffe, die reichen aus. Ich hoffe wirklich, die reichen aus. Wir haben keine Heilung mehr. Und gegen Hunter ist es mal richtig, richtig fies. Ansonsten nur die Pistole. Wir kriegen nichts anderes nach oben. Okay, Desinfektionsmittel brauche ich jetzt wohl. Da brauche ich jetzt wohl. So. Hunter mit der Pistole. Vielleicht sollte ich die Pistole von der Rebecca nehmen. Was meinst du? Die wären vielleicht ein bisschen stärker, falls die Molotovs doch nicht ausreichen. Aber okay. Probieren wir es jetzt einfach mal so. Beim nächsten Mal nehme ich einfach alle Molotovs mit, die wir ja noch haben. Wenn das nicht klappen sollte. Wer? 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 Bleib unten. Bleib unten. Bleib unten. Okay, das wäre der erste. Bei Möglichkeit nicht unbedingt treffen lassen von denen, weil wir brauchen wirklich all mögliche Leben für diese, ne, für die Hunter. Na? So. Aussitzplatz. Okay.